Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Cooking Simulator. Im letzten Part haben wir angefangen, ein kleines T-Bone Steak zuzubereiten. Oh, sieht euch das an. Und waren gerade mitten im Würzen. Jetzt geht's nämlich hier weiter mit Paprikapulver. Wir haben ein bisschen Zeitstress, also lasst euch nicht, wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen hektisch unterwegs bin. Ich glaube 10 Gramm stand da. Oh, shit. Ah ja, mein Gott. So, das kommt in der Pfanne. Auf jeder Seite grillen, okay. 70 Sekunden. Dann brauchen wir eine rote Kartoffel, 300 Gramm, würzen mit Salz, schneiden, Zwiebeln. Okay, dann machen wir folgendes. Also, wir holen ein Backblech. Backblech, bums. Das kommt auf den Grill gleich. Das legen wir erstmal kurz zur Seite. So, dann brauchen wir rote Kartoffeln, 300 Gramm. Wo finde ich die? Kartoffeln. Kartoffeln, Zwiebeln, rote Kartoffeln. 1, 2, 300 Gramm rote Kartoffeln. 120 Gramm Zwiebeln. Eine Zwiebel. Okay, so. Dann schneide Zwiebeln in Stücke. Nimm rote Kartoffeln, würze mit Salz. Insgesamt 9 Gramm Salz. Schneide Zwiebel in Stücke zu einem Backblech hinzufügen. Rote Kartoffeln und die Zwiebeln. Die Zwiebeln sollen wir schneiden, die rote Kartoffel nicht. Okay, kriegen wir aber hin. So, Moment, jetzt müssen wir das ein bisschen drehen. So. Das soll wohl schon passen. Das fügen wir einem Backblech hinzu. Das auch. So, okay. Packen das in den Ofen. So. Dann brauchen wir den Grill. Den heizen wir an. Jetzt müssen wir das Steak auf jeder Seite 70 Sekunden lang grillen. Also, Steak nehmen. Raufschmeißen. Timer stellen. 60 Sekunden. Und hinstellen. Wenn der gleich abgelaufen ist, wie lange brauchen die Dinger hier unten? Auch 60 Sekunden. Okay, das wird gut. Und danach? Was machen wir dann? Auf den Teller geben, heiß servieren. Ach guck mal, das sind nämlich hier die geschnittene. Guck mal, habe ich aber auch richtig gemacht, ne? 3 Kartoffeln, die Zwiebeln geschnitten, einfach in den Backofen rein, ein bisschen weich gebacken und dazu das gebratene Steak. Sehr lecker. Wie wende ich denn das Stück? Scheiße, mit dem Ding hier, ne? Ich habe nur einen davon, das ist ein bisschen doof. So. Oh, krieg richtig Hunger, krieg ich da, ne? Sag dir das. Wenn du diese Röstaromen halt wahrnimmst, ne? Verrückt. Jo, ist gut. Stellen wir zur Seite. Einmal das Ding nehmen. Zack. Dann. Oh, scheiße, Bruder. Moment, so, so. Ist ein bisschen auf den Boden gefallen, aber alles noch gut. Leg das doch einfach dahin. Oh, scheiße. Oh, Kacke. So ist gut, so. Jetzt kann das weg. Den machen wir zu und an. Hier stellen wir auf 60 Sekunden. Gut, das war jetzt nicht ganz optimal. Das gebe ich zu. 50 Sekunden reicht, weil wir haben schon 10 Sekunden wieder rumgetrödelt. War jetzt nicht ganz optimal so. Aber das kann man optimieren jetzt mal. Wir sind ja noch keine Superköche, ne? Wir arbeiten noch dran. Ne? Also so ist jetzt nicht. Alles wird gut. Oh, aber der Geruch, Leute. Ihr glaubt es gar nicht, wie das riecht, ey. Oh. Chris, richtig Bock. So, Tellerchen schon mal organisieren. Zack, Teller Basic.
So, auf dem Teller Basic, ne? Jo. Teller geben, heiß servieren, alles klar. Das wird optimal, wird das optimal. Ich bin mal gespannt, wenn wir das erstmal was mixen müssen und so, ne? Wenn wir dann anfangen, irgendwelche Soßen zusammen zu mixen im Mixer. Oder mal wieder was frittieren. Jo, das kommt dahin, dann kommst du auf den Teller drauf. Oh, Alter. Gut, ist ein bisschen nicht so ganz klassisch geil gewürzt. Da. Mach mal auf hier den Apparat, das hätte man besser machen. Oh, oh, oh. Okay, vorsichtig, dass wir nichts verlieren. Alter, aber gut sieht es aus, ne? Zack. Was ist passiert? Warum liegt jetzt alles auf dem Boden rum? What the fuck? Okay, die Physik hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was soll ich denn jetzt machen, wenn mein Fleisch hier rumschwebt? Ja, geil, toll. Das war jetzt ein bisschen blöd, ne? Also will ich ja nichts sagen, aber das war jetzt echt gemein, weil wir haben hier alles richtig gemacht. Und jetzt hat das 7 Punkte Ehre gekostet, weil die Physik am Ausrasten ist, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Gut, schnell Forelle. Gibt es noch größere? Wir nehmen jetzt einfach großen Teller. Ich habe keinen Bock mehr auf diese kleinen, die sind einfach zu klein. Für so normale Gerichte geht das wohl. So eine Forelle hier jetzt, ne? Also, Forelle. Scheiße, Mann. Geht man ran? Hier, hab die Tür gar nicht zugemacht. Forelle. Wupp. Dann für die Gewürze mit schwarzen Pfeffer, Thymian und Dill. Schwarzen Pfeffer. Ja, hup mal nicht rum dahin. 5 Gramm. Nee, warte. Oh, die Forelle, du Nase. Okay, passt. So. Schwarzen Pfeffer, Thymian und Dill. Thymian. Die Forelle bitte wieder. 5 Gramm. Ja. Ja, sehr gut. Thymian, Dill. Wo ist der Dill? Wo ist der Dill? Da ist der Dill. Okay, Leute. Ja, läuft. Oh, 6. Ja, das merkt auch keiner, ne? Kein Salz? Auf dem Backblech legen. Das kriegen wir hin. Zack. Schmeiß einfach rauf das Ding. Das geht doch direkt hier. Geht nicht. Ja, dann leg ich mal kurz zwischen. Die Küche sieht wieder aus, so, ne? Aber ich sag mal, wo geschafft wird, da sieht's halt auch aus, ne? Das ist so. Zack. Rein damit. Was ist denn mit der Physik los? Kann das Backblech nicht mehr nehmen und mein Fisch ist auf den Boden gefallen. Könntest du bitte auf dem Backblech bleiben? So, bitte rein jetzt hier. Da. Dankeschön. So, backen für wie lange? 90 Sekunden. Gut. 60, 70, 80. Timer einstellen. Zack. Derweil holen wir eine Zitrone. Diese Zitrone werden wir mit einem Messer schön vierteln. Hup. So. Bams. Wunderschön. Alter, was da draußen los ist, du? Und dann garnieren wir das gleich noch mit ein bisschen Petersilie und dann wird alles schick. Das packen wir auf so einen normalen Teller hier so ein. Großer Teller Basic. Großer Teller Basic. Es gibt zwei große Teller. Ich nehme mal so einen großen. Diese kleinen, die sind mir einfach zu klein. Sag ich, wie es ist. Das schockt mich. Was für ein Gericht, ey. Naja. Gut. Ich hoffe, das klappt gleich. Nicht, dass das jetzt auch wieder hängen bleibt, ne? Und die Physik durchrastelt. Liegt hier unten noch rum. Karotte, Kartoffel können wir wegschmeißen. Das geile T-Bone Steak hier. Lecker. Ist noch zu heiß. Kann ich noch nicht anfassen. Genauso wie die Zwiebeln. Alles noch komplett heiß. Das war ein bisschen ärgerlich jetzt, ne? Ein bisschen ärgerlich. So. Wie lange noch? 10 Sekunden. Mmh. Ja, so. Tja, da fliegt so ein T-Bone-Sticker nochmal rum, ne? Mein Gott, das ist, war so ein bisschen durch. Man nennt das dann Schuhsohle, ne? Ja, ist gut. So. Tellerchen ran. Türchen auf. Aus. Auf den Teller. Danke. Oh, das sieht aber echt gut aus. So, jetzt das alles noch mit drauf. Dip, 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 dip. Sehr schön. So. Und Petersilie 6 Gramm. Das ist 1. 2, 3. Wunderbar. So, bitte. Ja, so lobe ich mir das.
Das ist ein Gericht, ja? Das schwebt auch nicht rum. Puh, wieder nach oben gearbeitet. Der Ruhm war heute nicht so geil, das war ein bisschen ärgerlich. Sobald du fertig bist, schließen wir für heute Abend. Keine neuen Bestellungen mehr, ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, dann esse ich das da. Ich kann es leider nicht anfassen, weil es super heiß ist. Dann würde ich sagen, packen wir das einfach mal hier drauf. Auch das geht nicht mehr. Nee, ist vorbei. Gut, dann bereiten wir ein bisschen für morgen vor. Warte mal, das erstmal schön gerade bitte dahin stellen. So ist fein. Dann haben wir hier einen Topf, der immer noch am Beulen ist. Und das Öl. Ich muss auch mal die Sachen ausmachen, ne? So. Einfach reinschütten hier. Ja. Kinder, macht das übrigens nicht nach. Man schüttet kein Öl einfach in den Ausguss, ne? Also verstopft euch sonst, wenn es richtig schlimm läuft, den Abfluss. Und ja, dann habt ihr richtig Spaß, ne? Weil das Öl halt, beziehungsweise das Fett wieder erkaltet, wenn es da reinläuft. Und dann verklumpt das. Dann habt ihr da so einen fette Brocken drin, ne? Also richtig eklig. Macht man nicht. Böse, böse, böse. Super, mache ich auch mal aus. Die muss ja hier nicht ewiglich kochen. Die machen wir dann morgen wieder heiß, ne? Das ist eine gute Suppe. Die beste Suppe. Und dann würde ich sagen, sehen wir doch vorbereitet aus. Das ist alles in Ordnung. Das ist in Ordnung. Gerätschaften sind alle aus. Ja, dann war ein harter Tag, würde ich sagen. Das T-Bone Steak, das bleibt hier einfach ein bisschen schweben. Und dann machen wir für heute Schluss, ne? Zack. Tag 4 ist rum, es geht voran. Gab Kochpunkte, kein neues Level up. Naja, Geld ist auch reingekommen. So, neue Dekoration verfügbar. Und wir dürfen Fähigkeitenpunkte wieder vergeben. So, was haben wir denn hier? Gäste zahlen mehr für ihre Bestellungen, ohne Punkte zu beeinflussen. Kostet 3. Verdienst mehr Kochpunkte, kostet 2. Deine Belohnung für tägliche Quests sind größer. Küchendeko kostet weniger. Was haben wir denn noch? Alles wird billiger. Das wird billiger. Kaufen, dann Gewürze kosten weniger. Kaufen und bessere Trinkgelder sind auch gut. Und wir dürfen ein neues Rezept auswählen. Was ist denn das? Gegrilltes Thunfischsteak. Ja, Gönnung. Das sieht doch gut aus. Machen. Du wirst für dieses Rezept ein paar neue Zutaten brauchen. Diese findest du im Laden oder in der Vorratskammer. Alles klar. Du hast genug Rezepte freigeschaltet, um Speisekartenanpassungen freizuschalten. Standardspielerlebnis. Gäste werden alle von dir bereits freigeschalteten Gerichte bestellen. Anpassbares Spielerlebnis. Gäste werden nur von dir ausgewählte Gerichte bestellen. Nö, die sollen wir ruhig alles machen. Toll, neulich haben wir jetzt genügend Rezepte, um unsere eigene Speisekarte zusammenzustellen. Ich möchte Standard haben. Die sollen einfach alles machen. Ja, die sollen alles essen können bei mir. Ja. Unser Tagesgericht ist Lachssteak und gekochte Kartoffeln. Das ist doch schön. So, in einer Stunde werden wir öffnen. Nutze die Zeit, um dich vorzubereiten. Unsere Gäste sind eher ein Tagesgericht, aber wundere dich nicht, wenn sie etwas anderes aus der Speisekarte wählen. Ja, ist gar kein Problem. Die Frage ist, was mache ich jetzt mit diesem Steak, was hier rumliegt, ne? Da, guck mal, Kartoffeln habe ich hier noch am Start. Die können wir schon mal wegschmeißen. Zack. Und Zwiebeln. So, das war eine Verschwendung, Alter. Richtig ätzend. Und der Kunde kriegt dann halt einen leeren Teller mit irgendwie, da war noch eine Kartoffel drauf oder sowas, aber hat sich auch nicht so sehr beschwert. Ja, war jetzt nicht super lecker, aber immerhin war es schnell fertig. Ja, geil. Und hier schwebt immer noch unser nicht gut gewürztes, das ist einfach zu zentral gewürzt, wie ihr seht. Das Paprikapulver hat sich nicht auf dem Steak verteilt, sondern es gibt so zwei kleine Inseln, sag ich mal. Die Paprikapulverinseln kommt halt nicht so gut, ne? So, ansonsten ist jetzt alles vorbereitet eigentlich hier. Öl ist am Start, Gewürze sind am Start. Wir könnten noch so einen weiteren Wender brauchen für hier hinten. Das wäre irgendwie noch ganz cool, aber ich kann auch den immer mitnehmen. Wo ist der jetzt eigentlich? Ich habe meinen Wender verloren. Wo ist mein Wender? Ich bin ein paar Mal über den drüber gelaufen. Ich habe das nämlich gehört, wie der rumklöterte. Aber wo ist er jetzt? Ich wusste doch, ich habe was verloren. Da, seht ihr das? Da ist mal was runtergefallen. Thymian, getrocknet. Das habe ich nämlich mal gesucht. Dinge können also doch runterfallen. So, wo ist jetzt mein Wender? Mein Pfannenwender. Den irgendwie verloren. Er ist weg. Tja, hilft aber nichts, ne? Da hängt der nicht mehr. Da hatte ich ihn ja nicht mal rangehangen. Hier liegt er nicht rum. Da ist er. Ah, guck mal. Hab ihn gefunden. Der Spatel ist noch am Start.
Ja, dann würde ich sagen, Vorbereitungsphase überspringen und gib ihm oder was? Bin bereit. Let's go. Erste Kunden können bitte reinkommen. Bin vorbereitet. So, Schweinekoteletts. Okay, und Kartoffeln 300 Gramm. Auf dem Backblech geben. Alles klar, die brauchen 80. Dann fangen wir doch damit an. Kartoffeln 300 Gramm. Eins und zwei. So, das sind 300 Gramm Kartoffeln. Die werden wir schön salzen mit 6 Gramm Salz. Salz, Speise der Götter. 6 Gramm Salz auf den Kartoffeln verteilt und in Stücke schneiden. So, Moment, dann machen wir schön so. Zack, zack. Und einmal so und einmal so. Wunderbar, Kartoffel ist präpariert. Die können wir dann auf dem Backblech geben. Und dann sind die nämlich schon bereit. Die müssen dann gleich nur noch in den Ofen und entspannt backen. Lass ich aber noch offen. Dann brauchen wir ein Schweinekotelett. Die sind da unten. Zack. Schweinekotelett wird gewürzt mit Salz und schwarzem Pfeffer, jeweils 4 Gramm. 4 Gramm. Pfeffer. 4 Gramm. Ist auch wieder so eine kleine Insel geworden. Passiert. Thymian getrocknet. 6 Gramm. Thymian getrocknet. 6 Gramm. Sehr schön. So. 90 Minuten lang braten auf beiden Seiten. Das backen wir 80 Sekunden lang. Okay. Sonnenblumenöl. 30 Milliliter. Alter, heftig. Zack. Die Schüttung einleiten. Oh, nicht zu viel. Öl ist teuer, deswegen. Hier, zack, rauf. Volldampf. So, und dann braten wir das auf jeder Seite 90 Sekunden. So, einfach reinschmeißen da. Gibt man her den Apparat. Stellen 60, 70, 80, 90. Zack. Gut ist das. Und dann machen wir gleich den Backofen zu für die 80 Sekunden dann gleich. Und dann gibt es auf einen großen Teller. Ich nehme jetzt die großen Teller. Kein Bock mehr auf kleine Teller, weil bei kleinen Tellern fällt die Scheiße nur runter, ne? Hier ist viel Platz drauf. Sieht dann vielleicht nicht so schön angerichtet aus. Kann natürlich gar nicht sein, dass es dann mega gibt, weil das jetzt nicht so gut aussieht, weil ja der Teller viel zu groß ist. Aber das ist egal, ja? So. Ah, herrlich. Wo ist mein Spatel links da? Da ist er am Start. Ich hole den schon mal mit rüber. Könnte ich mal hier hinhängen. Zack. Ich glaube, was auch ein geiler Perk ist, ist, dass man heiße Dinge anfassen kann. Das macht, glaube ich, das Leben in der Küche deutlich einfacher. Was duftet das köstlich, hä? Verrückt. So, Leute, ja. Haut mal rein so in die Kommentare, was ihr denn so gerne esst. Und, oh, scheiße. Ich habe irgendwas mit unserem Herd. Sieht nicht gut aus. Der sieht kaputt aus. Unser Herd geht kaputt. Na, der muss heute noch durchhalten. Das hilft nichts. Noch geht er ja. Das ist Vintage-Look, ja. Alles in Ordnung. Meine Güte, dauert das lange. Kann ich noch ablegen? So, Rinder, eben den Spatel genommen und zack. Wunderbar, so, Achtung. Und schütten. Oh ja, ah, ist nicht ganz mittig, aber geht wohl. So, dann hier den Backofen zumachen, zack. Und Timerchen stellen. 60, 70, 80, jawoll. Und gib ihm. Oha, ist das schon wieder so weit? Ja, gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Meine Lieben, ihr hört den Herrn Krenu und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle einen kleinen, gemütlichen Break. Mein ganzes Gesicht ist schon voll gefettet. Wird auch Zeit, dass ich mal eben zu liegen komme. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne, lasst ein Spende Däumlein da. Kommentare und Feedback wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.